Hast du dich schon mal fremd gefühlt oder unter Druck gesetzt, um dich anderen anzupassen? Hast du Angst davor, etwas in deinem Leben zu verändern? Oder vielleicht traust du dich nicht, dein wahres Selbst zu zeigen? Mein Name ist May Wengel-Golbudu und ich bin Gründerin der Wandelschule, der Wandelkongresse und jetzt auch der Beziehungsschule mit Hendrik Roggemann. In diesem Podcast möchte ich Impulse geben für mehr Mut zur Veränderung, einem authentischen Selbst und in Beziehungen, Geborgenheit in deinem eigenen Körper und Leben, Selbstverantwortung, die Kraft des Resonanzprinzips und wie man damit sein Wunschleben kreiert und vor allen Dingen mehr Vertrauen trotz Ängste. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hallo und Servus, meine Lieben. Ich wünsche euch allen erstmal einen ganz, ganz wunderbaren Samstagabend. Ich hoffe, ihr habt den tollen Neumond, den wir letzte Woche hatten, gut einleiten können. Er hat ganz, ganz tolle neubeginnende Energien wieder mitgebracht. Die Schwere, die wir in den letzten zwei Wochen vor allen Dingen hatten, löst sich langsam immer mehr. Und ja, wir steuern direkt auf den Dezember zu, was natürlich auch unter anderem die Rauhnächte hervorbringt, die ja bald kommen. Manche von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Ihr wisst, ich rede immer wieder mal von den Rauhnächten, weil die Rauhnächte sind für mich so eine ganz, ganz besondere Zeit des Rückzugs, des sich neu justieren, ja, wirklich in eine Dankbarkeit reinzugehen für alles, was man in der Woche davor, im Jahr davor gemacht hat. Und wirklich auch ein Konzentrieren auf die Zukunft, auf das neue Jahr. Was wünsche ich mir? Was möchte ich manifestieren? Was möchte ich hervorbringen? Ja. Und genau deswegen, wie ihr wisst, oder manche von euch haben es letztes Jahr mitbekommen, dazu hatte ich extra einen Kurs erstellt, den habe ich dieses Jahr auch wieder für euch da. Ich stelle es euch mal kurz in die Kommentare. Und ich muss gerade nur gucken. Das will er wieder nicht über die richtigen machen. Dann muss ich hier lang gehen. Dass ich es euch auf jeden Fall einstellen kann, damit ihr es sehen könnt. Also auf jeden Fall gibt es zum Thema der Rauhnächte einen Kurs, den ich euch erstellt habe, wo ihr auf jeden Fall reingucken könnt und schauen könnt, wie man diese Tage für sich selbst gestalten kann und wie man das alles machen kann. So, wo bin ich denn jetzt hier? Kommentare. Da, jetzt, ich habe es gefunden. Juhu. Also hier habe ich euch auf jeden Fall den Link dazu mit reingestellt. Genau. Schön, Dankeschön. Ich sehe gerade, wir haben zwei Zuschauer. Liebe Christine, danke dir vielmals für deinen Daumen hoch. Voll schön. Ich weiß, dass wir alle das Thema mit den Rauhnächten einfach teilen, weil es wirklich eine ganz besondere energetische Zeit ist, die man einfach wirklich nutzen kann, um ganz viel in Bewegung zu setzen. Und genau, und da habe ich euch auf jeden Fall das mit reingestellt. Aber heute mein Thema ist eigentlich, hat noch nichts mit den Rauhnächten zu tun. Manche von euch wissen, dass ich ja auch einen Mitgliederbereich habe, da treffe ich mich öfters mit meinen Mitgliedern. Und wir machen dann Gruppencoachings da drin. Und wir hatten ein Thema diese Woche, das mich auch selbst ein bisschen persönlich auch nochmal getroffen hat. Und ich sage das extra, weil es ist wirklich etwas, was immer wieder mal auftaucht und wo wir wirklich auch immer wieder dran erinnert werden können und sollten auch immer wieder. Nämlich was eine der größten Blockaden ist, nämlich eine, die wir ganz, ganz oft eigentlich gar nicht so richtig wahrnehmen, die wir gar nicht so richtig ernst nehmen wollen, ja. Und das liegt meistens daran, weil wir sie einfach vergessen, beziehungsweise weil es manchmal so tief in uns drin sitzt, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Und jetzt großes Katsching. Nein, es ist tatsächlich die Ungeduld. Es ist tatsächlich der Druck, den wir uns selber machen, dass wir etwas erreichen wollen. Ja? Wenn du es schon hierhin geschafft hast, in die Wandelschule, dann gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich selber auch unter anderem auf deinem persönlichen Wandel unterwegs bist. So wie viele von uns ja auch. Es ist ja ein stetiges Wachsen, es ist ein stetiges mit an sich selber weiterarbeiten. Ja? Und ich weiß noch, früher gab es so für mich so, nur damit ihr ein Beispiel habt, ja, früher gab es für mich so dieses Thema,
2012, da wird die Welt untergehen und wer nicht rechtzeitig aufgestiegen ist bis dahin, wird es nicht schaffen, wird die Transformation nicht schaffen. Das waren wirklich Wörter, das waren Sätze, die es vor 2012 eben noch gab, die gerade so in dem spirituellen Umfeld manchmal umgingen. Ich weiß nicht, ob du davon damals mitbekommen hast, aber ich hatte das damals mitbekommen und hatte für mich richtig so einen Druck aufgebaut, so, oh mein Gott, ich muss bis 2012 erleuchtet sein. Ja, und dann fängt man natürlich an, sich auf dem spirituellen Weg zu machen und hat aber ständig diesen Damoklesschwert über sich hängen. Ja, weil was ist, wenn ich es nicht schaffe, bis 2012 in die Erleuchtung zu kommen und damit ich auch gerettet werden kann? Seht ihr, ich sag's ja schon so. Und damit möchte ich es nicht belustigen, weil ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gab damals, die das auch wirklich sehr, sehr ernst genommen haben. Unter anderem auch ich, ja. Und habe mich deswegen natürlich auch volle Kanne unter Druck gesetzt. Jetzt ist halt 2012 nicht ganz die Welt zu Ende gegangen. Wir haben gelernt, da gab es noch andere Sachen und was da eigentlich damit gemeint war. Und genau, und dann, so wie ich ja gerade erwähnt habe mit den Rauhnächten, nimmt man sich was vor für das kommende Jahr. Das Jahr beginnt, man denkt sich, ach, ist ja, ich habe ja noch ganz viel Jahr vor mir. Und dann macht man weiter und dann macht man weiter und irgendwann entdeckt man, oh mein Gott, in einer Woche ist Dezember schon. Und was wollte ich eigentlich alles in diesem Jahr erreicht haben? Und oh mein Gott, und das muss ich noch schaffen, und das muss ich noch schaffen. Und ich meine jetzt wirklich auf der Ebene der Persönlichkeitsebene. Und wenn es euch nur ansatzweise ähnlich geht wie mir, dann habt ihr ja auch noch den ganzen Dezember-Trubel vor euch, wo einfach ganz, ganz viel los ist, wo man viel von der Arbeit verlangt wird, weil man will ja noch zum Jahresende und, und. Und das Ding ist, genau dann setzen wir uns volle Kanne unter Druck, dass wir ja irgendwas zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben wollen. Oder wir setzen uns vielleicht auch unter Druck, das ist vielleicht jetzt eher an die Selbstständigen unter euch oder die sehr selbstständig arbeiten dürfen unter euch, gibt es eben so dieses Typische, was mir, und das ist so eine Falle, da ertappe ich mich gerne auch immer wieder mal drin. Ist immer wieder dieses, ich muss ja tun. Ne? Wenn jemand erfolgreich sein möchte, muss man ständig im Tun sein, muss man ständig im Machen sein, ja. Und wenn man mal nichts tut, fühlt man sich eigentlich so, als würde man ja sowieso nicht wirklich erfolgreich sein wollen. Und deswegen ist dieses Tun ganz, ganz wichtig und ganz viel tun und ganz viel tun, ja. Und das Krasse ist aber, egal in welcher Form ich mir einen Druck mache, ob es jetzt ist bis Ende des Jahres, ob es jetzt ist, weil ich will jetzt unbedingt, ja. Für manche von euch, die wegen dem Beziehungsthema zum Beispiel dabei waren, möchte ich euch gerne auch noch weiteres Beispiel von mir nennen. Ich war früher so, darauf erpicht, unbedingt eine Beziehung haben zu wollen. Ich wollte unbedingt eine Beziehung haben und ich wusste, aber ich muss erstmal ein paar Sachen für mich transformieren, bevor ich bereit bin, eine Beziehung zu führen. Und habe mich deshalb so viel unter Druck gesetzt, dass ich das ja unbedingt machen muss, weil ich will ja unbedingt einen Freund haben. Und das Krasse ist, seitdem ich es losgelassen habe, will ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt deswegen super, also dass ich deswegen ja jetzt schon Freunde habe, so schnell nicht. Aber was sich seither getan hat, seitdem ich diesen Druck rausgenommen habe, es ist gigantisch. Ja, es sind Dinge passiert, die hätte ich mir vorher gar nicht überhaupt erdenken können. Aber es konnte erst reinkommen, nachdem dieser Druck weg war. Und das ist das, was ich euch damit sagen möchte. Im Endeffekt, egal was wir tun, egal was wir uns wünschen, egal was wir machen wollen, wenn wir es einfach loslassen, es ist wirklich, ich weiß, es ist ein schmaler Grat, ja, weil es ist so ein schmaler Grat zwischen, ich möchte im Universum gern sagen, wo ich lang will, aber ich möchte es nicht festhalten, weil ich möchte ja eventuell, ja, oder ich brauche ja für mich ja auch nochmal irgendwas. Das heißt, wirklich im Endeffekt für sich selbst reinfühlen, okay. Ich möchte gerne diesen Wunsch ans Universum abgeben und dann auch wirklich loszulassen. Weil solange ich noch festhalte, seht ihr schon, meine Hände gehen so zusammen, nur dieses Festhalten, da verkrampft alles, der ganze Körper ist total angespannt. Und durch diese Anspannungen haben wir das Problem, dass wir genau deswegen fließt hier dann nichts mehr. Ja? Und damit aber alles im Fluss sein kann, müssen wir dem Ganzen auch diesen Platz einräumen, damit es losgelassen werden kann. Damit ein neuer Platz reinkommen kann. Ich hatte, manche von euch, die meine Orakelkarten kennen, wissen, dass ich da die unter anderem eine der Karten heißt, mache Platz dafür. Ja? Weil in dem Moment, in dem wir etwas bewusst loslassen,
egal welche Form des Loslassens dir am meisten gefällt, aber es ist wirklich so dieser Akt des Loslassens. In dem Moment, in dem wir es loslassen, öffnet sich ja ein Raum, der gefüllt werden möchte. Und das Krasse ist, dass dieser Raum wie so ein Vakuum sich dehnt und dann wirklich was Neues reinkommen kann in diesen Platz, der sich da jetzt geformt hat. Und dieses Neue, was da kommen möchte, das kann und das wird bestimmt eure ganzen Erwartungen übertreffen. Das ist einfach megamäßig gigantisch. Und ich wollte es euch deswegen unter anderem auch erzählen, weil in meinem Fall tatsächlich dieses Jahr habe ich so übertrieben, dass ich so im Machen war, dass ich wirklich angehalten wurde, tatsächlich eine Vollbremsung reinzuhauen und wirklich mal nichts zu tun. Und das Krasse ist, wie dieses Nichts, was da entstanden ist aus diesem Nichts und was dann in die Welt hinaus wollte und jetzt auch schon rausgegangen ist zu euch. Und es ist faszinierend, wie sehr dann auf einmal, wenn man eben nicht mehr dieses ich muss, ich muss, ich muss hat, was auf einmal, wie viel schneller alles geht. Und ich weiß, dass es total gegen unsere Natur geht. Alles in uns schreit, nein, 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 mach das nicht. Ne? Wir müssen doch im Tun sein, wir müssen doch was machen, wenn wir vorankommen wollen. Ja und nein. Es ist wirklich so ein schmaler Grat, reinzugucken, okay, Moment, was kann ich jetzt gerade tun? Und wenn jetzt gerade es meinem System, meinem Körper, meinem Geist besser tut, nichts zu tun, dann mach auch nichts. Und wenn dein Körper aber schreit, aber ich muss doch, dann möchte ich dich an die andere Karte von mir erinnern, nämlich an die Verstandsbeweis. Dein Verstand wird überzeugt sein, dass er recht hat, auch wenn es nicht recht hat. Wovon? Also wirklich darauf zu achten, warum versucht mein Verstand mir zu sagen, dass ich jetzt bei diesem Satz, warum versucht dein Verstand dir zu sagen, dass du unbedingt im Machen sein musst? Warum denkt dein Verstand, dein ganzes Wesen, dass du unbedingt machen musst? Und ist es wirklich deine innere Wahrheit? Was in dir sagt das? Und wenn du da reinfühlen kannst und wenn du für dich den Unterschied sehen kannst zwischen dem Ego, was einfach nur machen, machen, machen möchte, und deiner inneren Wahrheit, die zwischendurch auch mal sagt, ja, los, jetzt kannst du loslaufen und dann so, nee, jetzt machen wir Pause, jetzt bleibst du einfach mal. Und das ist wirklich, ich kann es jedem nur nahelegen. Ich muss ehrlich sagen, aus diesem Nichtstun heraus ist so viel Segen in mein Leben gekommen. Und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, mir selbst wirklich, mich selbst jeden Tag daran zu erinnern, einfach mal im Nichtstun zu sein, ja, weil aus dem Nichtstun einfach ganz andere Dinge entstehen können, wie wenn wir ständig im Machen sind. Es gibt wirklich einfach eine Zeit für das und für das, aber wirklich zu gucken. Und wenn du diesen Widerstand spürst, dass du kannst doch jetzt unmöglich ins Nichtstun kommen, möchte ich dir gerne einen meiner Lieblingssprüche mit an die Hand geben für heute, nämlich von Konfuzius. Wenn du es eilig hast, geh langsam. Und wenn du es super eilig hast, dann geh einen Umweg. Er hat mit dieser Weisheit so viel Recht, weil in dem Moment, in dem wir aufhören, schnell, schnell irgendwo hinkommen zu wollen, finden wir tatsächlich Möglichkeiten, viel schneller ans Ziel zu kommen. Und das Doofe aber daran ist natürlich, ich kann dir jetzt viel erzählen, solange der Tag lang ist, aber du solltest es für dich fühlen. Und solange du es noch nicht fühlst, also bitte ich dich, nimm es einfach nur als Übung, probier es einfach für dich aus, ja, weil ob es für dich passt, dieses Nichtstun, kannst du erst erfahren, wenn du es für dich probierst, wenn du es übst. Jetzt gerade wie sagt man, zur Weihnachtszeit ist eine wunderbare Möglichkeit, in den Rückzug zu gehen. Wir gehen in den Winter hinein. Versuch mal für dich, wenn du kannst, dir einfach mal, es reicht ein Tag oder wenn du magst, es reicht eine Stunde, wo du einfach sagst, hey, bevor ich jetzt hier weitermache, erlaube ich mir jetzt einfach mal eine Stunde nichts zu tun. Einfach bewusst, ich erlaube es mir, ich habe kein schlechtes Gewissen. Du wirst sehen, dass allein, weil du kein schlechtes Gewissen mehr hast, nichts tun zu müssen. Und dann, wenn was darin entsteht, weil auf einmal was passieren möchte, aber bitte achte darauf, dass es wieder nicht diese Stimme ist, die sagen möchte, hier, ich möchte dein Verstandsbeweis sein, ich möchte dir sagen, das funktioniert doch nicht, du musst jetzt sofort ins Tun kommen. Sondern hör richtig ganz genau in dein Herz hinein und wenn du merkst,
Ja, ich mache jetzt einfach eine Stunde nichts, weil ich brauche das jetzt gerade, das gehört zu meinem Wesen. Dann schau mal, was daraus kreiert werden möchte. Das ist total spannend, was da passiert. Mit diesen Worten lasse ich dich in die Woche. Wie gesagt, wenn du Lust hast, den Link für die Rauhnächte, für den Online-Kurs für die Rauhnächte, findest du unterm Video. Ich würde mich freuen, wenn er dir gefällt. Da habe ich wirklich sämtliche Weisheiten, die ich bisher gelernt hatte, zu den Rauhnächten, beziehungsweise eine schöne Methode gefunden. Speziell für die, bei denen ganz, ganz viel Trubel ist zur Weihnachtszeit. Ich weiß, dass jeder von uns unterschiedlich viel Trubel mit der Familie hat und so weiter. Und durch diese Möglichkeit, in diesem Kurs wirst du sehen, was für Möglichkeiten es gibt, wie du es in diesen trubelhaften Alltag mit reinbinden kannst. Bei uns, ich habe es sogar mittlerweile so geschafft, dass wir es sogar als Familie hinbekommen haben, ein paar von den kleinen Ritualen mit umzusetzen. Und ich glaube, das kann jeder von uns. Es ist wirklich eine schöne Zeit, die man für sich besinnlich nutzen kann. Und genau deswegen habe ich quasi diesen Online-Kurs für euch aufgenommen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Und wenn du kannst, wirklich, würde mich interessieren, erzähl mir, wenn du für dich mal eine Auszeit genommen hast, eine bewusste Auszeit, ob es jetzt eine Stunde war oder ein ganzer Tag oder eine ganze Woche. Und was in dieser Zeit dann entstanden ist. Also das ist total, wie gesagt, desto länger diese Auszeit ist, desto mehr kann natürlich entstehen. Ich glaube, bei mir waren es bis jetzt im Schnitt zwischen 5 und 4 Tage, die ich mir da so genommen habe und wo wirklich ganz krasse Sachen passiert sind, auf persönlicher Ebene mit meinem persönlichen Wandel, aber genauso auch mit allem drumherum, was ich so machen musste, weil auf einmal, wenn du es nicht mehr so schnell hinkriegen musst, finden sich Lösungen und Wege, wie es dann doch funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Samstagabend, einen ganz tollen Start in den Sonntag und einen noch besseren Start in die nächste Woche. Meine Lieben, bis dahin, das war's hier vom Wandelmagazin und euch eine dicke Umarmung. Tschüss, meine Lieben, bis dann, ciao.